Ja. Fünfter August 1912. Das war der Tag, an dem ich Joey gekauft habe. Auf einer Versteigerung für 39 Guineas. So viel Geld hatte man davor noch nie für einen Fohlen geboten. In Devon, in ganz England. Das ist Joey? Ja, als Fohlen. Ja. Albert, mein Sohn, sollte ihn aufziehen. Und Joey wuchs heran. Er war ein stolzes Pferd, ein Jagdpferd. Das Beste. Komm her, Joey. Doch ich wette um Geld jede Menge gegen all deinen schönsten Gesang. Du wirst dich verlieben und du wirst dich verlieren und die Zeit schreitet weiter voran. Doch es kommt eine Zeit großer Fülle, eine Zeit voller Härte und Glück. Bis dahin vertraut auf morgen, mein Freund, denn gestern gepflügt, gesetzt, erreicht und gemäht und das Jahr beschließt. Also gut, mein Freund, du glaubst, du weißt alles. Du weißt nicht, in welcher Hand es ist. Und wie Gerste die Augen sehen können, guter Junge, Joe. Pass gut auf jetzt, komm. Joe, oh! Also gut, Großer. Bereit für einen Ritt? Ja? Dann komm. Komm, los geht's, Joey. Komm. Los, Joey. Komm. Komm und schneller. Schneller, Joey. Komm. Komm. Schneller. Guter Junge. Komm, Joey. Was für ein Prachtkerl! Gut! Was bedeuten diese Glocken? Krieg. In dem Fall. Die Glocken werden erst wieder läuten, wenn England den deutschen Kaiser besiegt hat. Ich habe damals einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich habe das Wort nicht gehalten, das ich meinem Sohn gegeben habe. Ich habe sein Pferd an die Armee verkauft. Sein Joey. Einfach um meine Schulden zu bezahlen. Ich weiß, das hört sich blöder an, aber ich habe die beiden getrennt. Ja. Da fehlt eine halbe Seite. Ja, das war die Skizze von Joey. Albert hat mir nie verziehen. Weihnachten ist er davongelaufen. Hat sich freiwillig zur Armee gemeldet, um Joey zu suchen. Auf irgendwelchen Schlachtfeldern. Ist doch ein Wahnsinn. Als könnte man in diesem Krieg sein Pferd wiederfinden. Mein Sohn. No.